Fahrradklima in Cottbus nur ausreichend? Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub wollte in einer Umfrage wissen, wie fahrradfreundlich die Stadt ist. Heraus kam dabei nur die Schulnote 4. Das Radfahren habe hier nur einen geringen Stellenwert. Bemängelt wird die Sicherheit im Straßenverkehr sowie der Komfort. Wege seien im schlechten Zustand. Zudem fehlen an vielen Punkten eigene Radwege, wie etwa an der neuen Flaniermeile. Der ADFC hatte zuletzt 2016 eine Umfrage zum Thema durchgeführt. Im Vergleich zur aktuellen Befragung habe sich die Bewertung in fast allen Punkten verschlechtert. Cottbusverkehr verlegt Haltestelle. Ab dem morgigen Donnerstag wird die Haltestelle Thiemstraße Hauptbahnhof in Richtung Stadtzentrum nicht mehr von den Linien 2 und 4 bedient. Grund dafür ist die Neuprogrammierung der Ampeln im Kreuzungsbereich. Die Bahnen halten nun an der Haltestelle Stadtring Hauptbahnhof auf Höhe der Knappschaft. Die Linien in Richtung Sachsendorf sind von der Verlegung nicht betroffen. Ausbildungs- und Studienbörse in Spremberg. Während aktuell noch Plätze für die letzten freien Jugendlichen gesucht werden, laufen schon die Planungen für das nächste Ausbildungsjahr 2020. In Spremberg werden am Samstag Betriebe und Universitäten für sich werben. Von 9 bis 12 Uhr wird die berufsorientierte Oberschule Messeschauplatz. Dort wird es für die Besucher auch Aktionen wie eine Styling-Ecke für das Bewerbungsgespräch und eine Probierecke des Handwerks geben.